Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Slide 2 Band of Thieves. Ich werde jetzt erstmal noch schnell die Ming-Vase verkaufen, die war beim letzten Mal. Ich sag mal, auf dem Boden gefunden haben. Die lag da einfach so rum und das geht nicht. Und such nach einem Weg in den Ballsaal. Finden wir heraus, wer alles auf dieser Party ist. Ja, das sollte kein Problem darstellen. Ich finde es nur ein bisschen nervig, dass diese Schlangen, die agieren zwar nicht als Wachen, aber wenn sie einen entdecken, dann hat man auch dieses rote Leuchten da oben. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht hat man das Gefühl, habe, ich bin schon entdeckt worden, was im Prinzip einfach nicht stimmt. Das ist nervig. Nicht schlimm, aber nervig. So, wir wissen ja, dass die Mission da drüben ist. Aber wir wissen auch, dass er unter Umständen schon einen goldenen Füllfederhalter hat oder sowas in der Richtung. Ach, komm schon. Oh, mal endlich mal was Silbernes. Ich meine nicht, dass ich es jetzt super toll finde, dass ich dafür weniger Geld kriege, aber ihr habt es doch nie gesehen. So. Oh mein Gott, die Schale ist wieder kaputt. Wer war das nur? Ah. Einen Weg gefunden, unerkannt über den Ballsaal hineinzugelangen. Das einzige Problem ist, es gibt keine Möglichkeit, zur Balkontür zu klettern. Kein Problem. Es scheint jede Menge Äste zu geben, über die ich gehen kann. Ich werde mal sehen. Ja. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, ne? Vom Wegen, man kann da nicht hinklettern. Also wirklich. Wenn man das zu ihm sagt, das ist ja schon beinahe eine Beleidigung. Nur beinahe. Aber trotzdem, das ist ja... Hat man ja gesehen, hat ja funktioniert. So. Ganz ruhig, Sly. Geh nur nicht raus auf diesen Balkon. Dann müsstest du unentdeckt bleiben. Nette Statue noch. So, da ist ein Klopfwerkflügel. Anscheinend wurden die Flügel der Statue angeschweißt. Das ist logischerweise der andere. Die sehen schwer aus. Die bekommen wir hier nicht so leicht raus. Raja. Aber da oben ist eine motorisierte Winde. Eine elektronische Winde. Gut zu wissen. Motorisiert, bitteschön, danke. Da ist er. Rajan lässt es sich etwas kosten, die Leute mit seiner Party zu beeindrucken. Vielleicht solltest du ein paar Fotos von den Gästen schießen. Okay. Ist ein Wächter. Arpeggio. Ein anderes Mitglied der Claw-Gang. Arpeggio, Spezialist für exotische Technologie. Okay. Jean Bison. Ein Mitglied der Claw-Gang. Kanadischer Frachtbaron. Ihm gehört die Hälfte aller Züge in Kanada. Kommt mir sofort ein Lied in den Kopf aus South Park. Verstrahlt bin ich, oh ja. Schuld aus Kanada und so weiter und so fort. Naja. Das ist die Comtesse. Eine hochrangige Gefängnisdirektorin für Interpol. Wahrscheinlich versucht sie, in geheimer Mission Rajans Spice Ring zu sprengen. Da ist nun mal wieder ein Wächter. Da kommt jetzt auch ein Wächter. Na kommt schon. Carmelita ist auch hier. Sie hilft bestimmt der Comtesse in geheimer Mission Rajan auffliegen zu lassen. Aber natürlich. Das ist natürlich ein bisschen... Also für uns Spieler ist es natürlich ein bisschen sinnlos, dass wir da links stehen haben. Wen und was wir fotografieren müssen, weil wir dann im Prinzip sowieso wissen, dass und das ist da. Nila, noch ein Officer Inkognito. Pass auf dich auf, Sly. Die Party wimmelt nur so von Cops. Das sind drei alle Stück. Fotos, die ich brauche. Bring sie in den Unterschlupf und wir entwerfen einen Schlachtplan.
Ich meine nur drei Stück, aber die Party wimmelt. Naja, egal. Um Clockworks Flügel aus einem vollbesetzten Ballsaal stehlen zu können, brauchen wir eine mittelschwere Ablenkung. Und der Trupp Undercover-Polizisten macht die Sache nicht einfacher. Wir könnten sie jedoch zu unserem Vorteil nutzen. Aber ganz egal, was wir im Ballsaal tun, früher oder später haben wir es mit Rajans Sicherheitshelikopter zu tun. Murray kann ihn mit den Waffen vor Ort ausschalten. Aber er kommt erst ins Innere des Palastes, wenn Sly für ihn die Zugbrücke herabgelassen hat. Ja, damit steht doch schon mal eine Mission fest. Zugbrücke runterlassen. Hooray. Dasselbe gilt natürlich für Bentley, falls er auch mal in Aktion treten möchte. Die beiden kommen erst rein, wenn wir die Zugbrücke runtergelassen haben. Und das ist dann das Erste, was wir jetzt hier tun sollten. Gut, kein Wächter da, sehr schön. Dann auf diesen Turm da, weil dieser Turm so schön aussieht. Keine Ahnung, warum unbedingt dieser Turm. Aber hey, Turm es ist. Sly, Murray und ich kommen erst in den Palast, wenn du die Zugbrücke herunterlässt. Ich würde ja gerne, Kumpel, aber die Winde ist eingeschlossen. Weißt du, wo ich die Schlüssel finde? Schlüsselwachen haben sich um den Palast positioniert. Schleich dich hinein, leere ihre Taschen und bring die Schlüssel zur verschlossenen Winde. Natürlich. Schlüsselwachen. Klar. Na, beweg dich. Das heißt, du willst da stehen bleiben. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann springe ich jetzt hier runter und dann, werde ich mal gucken, dass ich hinter diesen... Ja gut, du willst dich auch wirklich nicht bewegen. Soll mir recht sein. Wow. Dämliche Wache hier. So, Schlüssel. Nicht mal entdeckt worden. Egal wie nah dieser Suchscheinwerfer gerade an mir dran war. Ich bin nicht entdeckt worden. Wollen wir nur mal festhalten, ne? Okay, hier ist nochmal ein sehr einfacher Weg, in die Bucht zu kommen. Oder es wird ja nicht Burg genannt, es wird ja Palast genannt. So. So. Alle da hinten? Alle da hinten? Einer ist noch hier drüben, okay. Wollte schon sagen, wäre ein bisschen übertrieben, wenn alle da hinten wären. Ach, wie nervig. So. Haha. Haha. Na, wo ist er denn jetzt? Ach, da oben, ja. Ach so, okay. Gut, klar, kein Problem. Dann kümmern wir uns mal um diese Schlüsselwache, indem ich hier rumgehe. Ja, ich kümmere mich gleich um die Wache. Jeden Augenblick. Ah, Glitzer. Das seht ihr. Es gibt auch noch was anderes als goldenes Zeugs. Mein Gott. Mignot, Mignot. So, gebe mir den Schlüssel. Schlüssel für Winde. Toll. Zack. Rums, bums, aus die Maus. Wie so schön H das immer bei Kingdom Hearts auch gesagt hat. Rums, bums, aus die Maus. So, und jetzt sind die restlichen alle da drüben. Keine Ahnung, als wird's da drüben... Mit Lärm kannst du diese Wache vom Posten weglocken. Versuch den Gong zu schlagen und seine Taschen auszurauben, wenn er auf den Posten zurückkehrt. Welchen Gong? Och, ich hasse das. Das kenne ich noch. Das hat er immer gesagt und ich sehe den Gong erstmal nicht. Da ist der Gong, ne? So.
So. Dun-dun-dun. Aber ja, mit Lärm funktioniert es immer. Ich glaube, ich könnte auch die Möbel kaputt hauen und er würde kommen, aber... Hey, wenn da schon ein Gong rumliegt, warum nicht doch direkt nutzen? Wow, meine Schlüsselwache, die am Laufen ist. Das ist ja... Das ist doch mal ein Wunder. Aber erst mal wieder da rumlaufen, wo es natürlich schwerer ist, ihn zu bekommen, ne? Ich meine, auf einer Brücke. Also ich bitte euch. Das ist doch... typisch, ja. Da muss ich warten, bis er umdreht. Kein Problem. Bewege dich. Mein großer Rhinophant. So. Das war jetzt knapp. Ich wäre beinahe wieder in sein Hinterteil reingerannt. Und dann da ganz hinten muss noch einer sein. Sehr schön. Und habe ich da mal wieder das gesamte Level durchkämmt. Na gut. Das ist ja der einfachste von allen. Ich meine, der Balkon ist groß genug für Ausweichmanöver. Deswegen darfst du auch leben. Gut, Sly. So. Jetzt bring diese gestohlenen Schlüssel zur verschlossenen Winde und lass die Zugbrücke herab. Auf Glitzer. Ja, die haben meistens die bronzenen Sachen. Bronze bis Silber und die anderen haben Silber bis Gold. So ist es meistens eigentlich. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht anders sein kann, aber so habe ich das im Gefühl immer. Deswegen glaube ich auch normalerweise eher von den Taschenlampenwachen, so. So werden sie immer liebevoll genannt, die Taschenlampenwachen. Ach ja. Wow. Glitzer, Glitzer. Danke. Oh, eine Medaille. Oh, was ganz anderes. Und damit ist die Winde auch kein Problem mehr. Danke, Sly. Jetzt kommen Murray und ich auf das Gelände des Palastes. Sehr gut. Wir hätten aber noch irgendwo... Ja, da hinten hatten wir noch eine Slime-Mission. Und ich denke, die werde ich noch in dieses Video quetschen. Und das war's dann auch erstmal fürs diesen Part von Let's Play. Sly Raccoon. Beziehungsweise, eigentlich ist es ja Sly 2, Band of Thieves. Oh ja. Hat nicht ganz gepasst. Wie dämlich. So. Hallo, ich bin zum Tanzen hergekommen. Bitte, Sir, wir haben leider eine Kleiderordnung. Haben Sie einen Smoking? Nein. Tut mir leid, kein Smoking, kein Eintritt. Sorry, Sly, irgendwie habe ich die Kleiderordnung völlig übersehen. Ohne Smoking lässt der Typ dich da nicht rein. Mach dich nicht nass, Bentley. Auf so einer Luxusparty gibt es bestimmt noch irgendwo einen Reserve-Pinguin-Anzug. Versuch's mal im Gästehaus. Vielleicht hat jemand zu viel eingepackt. Ja, gucken wir doch mal schnell. Wie gesagt. Hoppala. Ja, mein Stock ist besser als sein Stock oder so. Das ist dann die letzte Mission, die wir heute machen werden. Und dann sehen wir uns erst morgen wieder. Ja, brave Taschenlampenwache. Egal. Sieg für die Missionsstarts-Icons. Oh
Okay, Bentley. Bin im Gästehaus in Position. Hast du Informationen für mich? Oh, gut. Ich empfehle dir, sämtliche Zimmer zu durchsuchen. Es ist statistisch möglich, dass in jedem von ihnen ein Teil eines Smokings ist. Nach was genau suche ich in den Räumen? Das ist keine exakte Wissenschaft. Plündere den Schuppen, bis du Smoking-Teile findest. Jeder Plan, der Stehlen beinhaltet, ist okay für mich. Ja, das ist natürlich ein sehr, ausgereifter Plan. Hier ist Lord Ratcha. Die Party ist voll im Gange und alle Besucher sind jetzt im Ballsaal. Nun, der Ball mag ja durchaus ein Erfolg sein. Die Gäste sind nicht alle sauber. Haltet die Augen auf nach zwielichtigen Gestalten. Ich will keine schlechte Presse für den Ball. Ja, bloß keine schlechte Presse für den Ball. Um Gottes Willen, nein. Ach, scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ja, wenn er auch gesehen hat, den Instant Finisher machen. Aber naja, hat dann nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Egal. Statt da zu bewachen, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass hier drüben dann das Smoking-Teil sein wird. Aber aus nichts, okay. Stirbkissen! Stirb! Oder auch nicht. Obwohl hier sind. Der dritte! Tatschuhe! Und ein paar Jahre Pech. Naja. So, damit können wir das Zimmer verlassen, denn in jedem Zimmer ist ein paar von. Naja, von allem eben. Handschuhe oder was auch immer man noch finden muss. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Hey, hey. Hi, Kumpel. Tschüss, Kumpel. Gut. Deinen Tarnangriff. Denk daran, dass die Dreiecktaste andere in die Luft wirbelt und die Quadrattaste für einen harten Aufprall sorgt. Naja. Blitzer. Ein goldener Federhalter. Sieht jetzt zwar nicht so golden aus, aber ja. Hier konnte man aber sehr gut sehen, dass die Schlangen nicht wirklich als Wachen gelten, sondern einfach nur ein Sehen können. Ach ja, und das hat man, habe ich jetzt aber kurz gezeigt. Wir können unseren Stabaufladung dann sowas in der Richtung machen. Ein Dreierangriff. Auch nicht. Oh. Der Teppich ist es nicht. Das bringt Geld. Gebe mir das, was ich brauche. Und zwar eine Fliege. Eureka. Damit haben wir 2 von 5 Gegenständen. Und wieder beinahe ein 20-Minuten-Video. Naja. Egal, wie gesagt, nur noch die Mission. Nur noch die eine. Gut geraten, wa? So, ich bin da mal weg, Leute. Tschüss. Finde ich immer toll, wenn keiner sowas bemerkt. Das finde ich immer sehr gelungen. Ja. Böse Schlange, du. Böse, böse. Also hier nutzt der Angriff schon was. Allerdings muss man dann aufpassen, dass man da nicht da stehen bleibt. Sonst kommen diese gesamten Wachen an und dann hat man ein Problem. Ach, beweg dich.
Egal. Na toll. Praktisch, ein Hemd. Man sieht sich. Weg da. Hast wenigstens einen Glitzerbeutel? Hey, der hat einen Glitzerbeutel. Bleib stehen, ich brauch Glitzer. Danke. Und tschüss. Oh mein Gott. So viele Glitzerbeutel. Glitzer. Aua. Könnten wir einfach nur schnell das Item finden, was wir brauchen? Danke. Oh mein Gott. Aha. Wir stehlen nicht, wir plündern. So einfach ist das. Geht doch. Ein Smoking. Das war's. Mit dem vollständigen Smoking wirst du problemlos am Türsteher vorbei in den Ballsaal kommen. Alles klar, Leute. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.